Gott, Leute, in dem heutigen Video werde ich das neue Handyspiel von Herr Anwalt testen. Bevor wir jetzt aber in den Spieletest reingehen, habe ich tatsächlich gerade gesehen, dass dieses Spiel gar nicht direkt von Herrn Anwalt programmiert worden ist, sondern, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist der gute Yannick, der es hier programmiert hat, einfach nur ein großer Fan von Herrn Anwalt und hat hier sogar auch ein Video rausgehauen. Und ich würde sagen, da schauen wir mal ganz kurz rein, was er so zu seinem Spiel sagt. Hallo? Herr Anwalt, wir brauchen Ihre Hilfe. Was ist passiert? Am Anfang des Jahres hatte ich die bekloppte Idee, ein kleines Spiel über Herr Anwalt zu programmieren. Ja, das ist ein wenig eskaliert. Lol. Heute ist es soweit. Ich veröffentliche Herr Anwalt Lawyer's Legacy im App Store, Play Store und auf Steam. Und jetzt zeige ich euch, was seit dem letzten Video alles passiert ist. Ich habe schon ziemlich viele Gegner programmiert, aber zwei haben noch gefehlt. Zuerst habe ich einen Footballspieler gezeichnet und ich dachte, es wäre cool, wenn er versucht, euch so wegzutackeln. Das haut auf jeden Fall ganz gut rein. Um euch zu wehren, könnt ihr über ihn rüberspringen, um ihn dann von hinten zu nehmen. Aber das war mir noch nicht gut genug. Darum habe ich zusätzlich noch eine Sprung-Tackle-Animation gezeichnet. Jetzt kann der Footballer fliegen. Ja, nee, so habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt. So soll das aussehen. Die Sprungattacke macht den Kampf auf jeden Fall deutlich interessanter, weil man immer aufpassen muss, was der Footballer als nächstes macht. Krass. Kommen wir zum zweiten Gegner. Mattenwagen. Das ist ja gar kein Gegner. Ja, denkst du. Aber wir wissen doch alle, was das Gefährlichste ist, was man im Sportunterricht machen kann. Auf den Mattenwagen springen, oh mein Gott! Um euch zu schützen, muss Laschak als verantwortlicher Sportlehrer natürlich dafür sorgen, dass ihr nicht auf dem Übel cool. Also der hat hier anscheinend das ganze Handyspiel selbst programmiert. Finde ich echt sehr, sehr heftig. Hier gibt es auch irgendwie Lava oder so und so einen riesigen Spieler. Es ist wahrscheinlich so ein Boss oder so. Aber gut, wir gehen einfach mal rein und ich schaue mir das Spiel selbst einfach mal an. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Heute gibt es tatsächlich ein richtig geiles Video. Und zwar haben es mir sämtliche Zuschauer von euch in die Kommentare geschrieben. Kevin, du musst bitte mal das Spiel von Herr Anwalt testen. Und genau das werden wir heute machen. Das Spiel ist auch aktuell in den Spielecharts bei den Gratisspielen einfach mal auf Platz 1 vor den ganzen krassen Handyspielen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich bin wirklich mal sehr gespannt. Ich lade mir das Spiel jetzt runter und werde es jetzt das allererste Mal austesten und eine Bewertung von 1 bis 6 geben in Schulnoten. Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kevin Spielt Kanal. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Wir gehen einfach mal direkt auf Spielen. Und schauen uns jetzt einfach mal an. So, Handy klingelt. Okay, also wir haben hier irgendwie so Herr Anwalt in der Schulklasse oder sowas. Oh Gott, das ist aber jetzt schnell. Warte mal, was passiert denn da jetzt? Also ich weiß gar nicht so genau, worum es in dem Spiel geht, bin ich ehrlich. So, okay, Bewegung, ja. Hä? Okay, so bewege ich mich, okay. Und wie springe ich? Oh Gott, man ist aber ganz schön schnell, ey. Hä? Warte mal, ich bin Praktikant. Okay, so springe ich, so hau ich, zerstöre das Tor. Okay, komme ich da jetzt durch? Immer noch nicht, was ist das denn? Wieso brauche ich denn so lange für das Tor? Paragraphen sammeln. Okay, habe ich gemacht. Hä? Wieso komme ich jetzt nicht weiter? Heilen. Okay. Slide Attack. Okay. Habe ich gemacht? Okay. Oh, hier ist so eine Schaukel. Digga, es ist einfach Herr Anwalt. Ey, hallo, was wäre denn jetzt hier? Komm mal ran hier, Kollege. Mann, ey, klatsche mich einfach rum. Hier ist so ein Fußball. Lol. Das ist ja witzig. Muss ich jetzt hier ein Tor machen? Ah, perfekt, okay. So, was muss ich denn jetzt machen? Was ist denn jetzt das Ziel von diesem Spiel? Also, ich laufe jetzt gerade einfach. Ey, hallo, Kollege. Was will denn die Oma jetzt hier? So, zack. Ey, was willst du denn jetzt hier, Mann? So, warte mal, ich muss jetzt erstmal ganz kurz heilen. Wie heile ich nochmal? Ah, okay, jetzt bin ich wieder voll geheilt. Also ich check schon so ein bisschen, wie das Spiel funktioniert. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht so ganz genau, wo jetzt hier der Sinn ist. Also ist das jetzt so ein Endless Runner? Ist es jetzt wie dieses Montana Black Spiel? Also ich bin ein bisschen verwirrt. Was ist jetzt das Ziel? Also was muss ich mal... okay, so. Sie sind wirklich hergekommen. Aha, okay, und jetzt muss ich hier so ein Abenteuer erleben, oder was? So, okay. Was ist denn jetzt los? Okay. Freunde, müsst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch hat schon das Spiel von Herrn Anwalt getestet. Und übrigens, ihr wisst ja auch alle, ich sitze aktuell auch an meinem eigenen Handyspiel. Da, wenn ihr Bock habt, gibt es demnächst auch mal wieder ein Update zu. Denn da hat sich ein bisschen was getan, aber ich will da auch nicht zu viel sagen.
sagen. Lol, er hat Simulant gesagt. Er will mir eine 6 geben. Halte, um höher zu springen. Aha, okay. Oh, lol, ist ein Trampolin. Halte, um das Seil zu greifen. Was muss ich halten? Ah, lol. Lol. Hä, voll cool. So, schwingen und flupp. Oh. Oh. Oh Gott, das war knapp. Ui, okay, okay. Drücke für den Walljump. Ah, lol. Lol. Digga, jetzt ist... Junge, was ist denn mit Herrn Anwalt los? Er ist ja ein geisteskranker Jumper. Okay, so muss ich die jetzt hier kaputt machen? Nee. Blocken. Achso. Kann ich das jetzt gedrückt halten und dann blocke ich das? Ah, lol, ich habe den einfach zurückgefeuert. Bumm. Geil. So, und jetzt? Nein. Boah, das war eine knappe Kiste. Okay, wir haben es aber geschafft. So, jetzt geht's hier wieder nach unten. Ey, Mann, er hat mich kaputt gemacht. Verdammt. Ey. Bumm. Bumm. Okay, okay. Eieiei. So, also, es ist mir immer noch nicht so ganz bewusst geworden, was jetzt hier... Oh! Was jetzt hier die Aufgabe ist. Ihr müsst euch das mal überlegen. Dieser Herr Anwalt ist halt einfach so ein Anwalt. Und der muss jetzt hier so diese Leute vermöbeln. Ey, hallo Kollege, was willst du von mir? Junge, wieso wollen die mich eigentlich alle boxen? Was ist denn jetzt überhaupt hier der Plan? So, einmal kurz heilen, so. Okay, und ich muss sagen, das Spiel ist sehr schnell. Also für meine Verhältnisse kann es so ein bisschen langsamer sein. Also es ist so ein bisschen anstrengend. Will ich, also, ne, jetzt nicht mal negativ, aber es ist irgendwie so sehr, sehr schnell. Es ist ein sehr, sehr schnelles Spiel. Es ist nicht mal schlecht gemeint. Ich bin tot. Mann! So. Ey, Kollege, hallo. Ey. Hallo, er ist runtergefallen. Ah, ich bin auch runtergefallen. Nein, jetzt muss ich das alles normal machen. Also, ich frage mich, kann man hier auch Geld ausgeben? Oder ist das einfach nur so Free-to-Play? Also, was ich schon mal positiv anmerken möchte, es kommt gar keine Werbung. So, warte mal. Ich will jetzt mal ganz kurz ins Menü gehen. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Es gibt hier auf jeden Fall Skins. Es gibt so einen Joker-Skin, so einen Bademantel, so einen Zombie-Anwalt. Einstellung. Okay. So, das ist die Steuerung. Knopfgröße finde ich gut. Socials. Das ist wahrscheinlich von dem Ersteller, ne? Ah, und Spielmodus. Ah, lol. Neue Story. Endlosmodus. Anfängermodus. Okay. Okay. Und ich habe noch gar keine Gegner besiegt. Hey, ich habe die doch alle kaputt gemacht. Also, ich bin jetzt hier gerade nochmal bei den 1-Sterne-Bewertungen, weil mich einfach gerade mal interessiert, was so die Leute hier zu dem Spiel schreiben. Die schreiben hier irgendwas von Werbung. Also, ich habe gar keine Werbung bekommen. Gut, dass das Spiel der größte Müll ist, das ist natürlich komplett Quatsch. Also, ich finde das Spiel echt eigentlich ganz gut gemacht. Wenn ich das Spiel jetzt aber zum Beispiel vergleiche mit dem Spiel von Brawl Bro, der auch ein Handyspiel hat, dann muss ich sagen, gefällt mir das tatsächlich sogar ein bisschen besser. Also, das Spiel ist jetzt hier, wie gesagt, von Dennis Bro. Das würde ich auf jeden Fall ein bisschen höher tun. Das haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Also ich muss halt sagen, dafür bin ich jetzt auch nochmal in dem Spiel hier drin, dass mich das Game vom Prinzip her auch ein bisschen an das Montana Black Spiel erinnert. Das ist halt dasselbe Spielprinzip. Ich wüsste jetzt gerade nicht so genau, welches Spiel ich besser finde. Das, was von Montana Black halt rausgebracht hat, das kostet halt Geld. Hier muss man halt auch so Aufgaben erledigen, ne? Also ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr alle drei Spiele mal getestet habt, sowohl das Spiel von Brawl Bro als auch das Spiel von Montana Black, welches ihr am coolsten findet. Also ich würde jetzt mal abschließen, dem Spiel von Herrn Anwalt einfach mal die Note 2 geben. Also ich würde ein paar Kleinigkeiten überarbeiten. Ich habe jetzt keine Werbung bekommen, deswegen auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Note. Und tendenziell, wie gesagt, das Einzige, was sich halt ändern würde, das Spiel ist halt sehr schnell. Also vielleicht bin ich auch einfach älter geworden und komme nicht mehr so gut dahinterher. Aber es ist schon für mich so, es ist schon schwer hinterherzukommen. Aber overall habe ich ja gesagt, auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Spiel. So, jetzt will ich aber nochmal dieses Level hier schaffen. Und ihr könnt ja auch mal reinschreiben, ob ihr schon das Spiel mal ausgetestet habt und wie ihr es findet. So, jetzt kommen hier wieder wahrscheinlich Gegner. Junge! Ey, Mann, ich schaff dieses Level nicht! Freunde, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!